Herzlich willkommen auf Burg Grene, der einzigen Burg im Besitz der Stadt Einbeck. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, die Burg heute noch mal vorzustellen. Wir stehen hier vor dem alten Mehrjahrenstich, den es von der Grener Burg gibt, wo auch hier einmal die Geschichte dargestellt ist. Wichtigsten Daten sicherlich Bau der Burg im Jahre 1308 von den Edelherren von Homburg, die die Burg seinerzeit errichtet haben, um die Furt über die Leine hier zu sichern, um den Warenverkehr hier entsprechend zu schützen und natürlich sicherlich auch, um entsprechende Zoll- oder Mautgebühren einzuwerben. Von der Burg sehen wir jetzt hier die ursprüngliche Form. Übrig geblieben sind die Außenmauern und ungefähr der Standort, an dem wir jetzt hier stehen und natürlich der große Wehrturm, der jetzt allerdings ohne Dach als Ruine hier noch vorhanden ist. Die Burg hat in den vielen hundert Jahren, die sie hier steht, diverse Besitzer gewechselt. Zum Teil durch entsprechende Erbschaften ist sie dann zeitweise im Besitz des Bischofs von Hildesheim gewesen, der sie dann wiederum an die Welfen zurückverkauft hat. Und sie ist als Amtssitz hier oben bis ins Jahr 1704 etwa genutzt worden. Dann hat man große Teile des Mauerwerks und der Steine abgetragen und damit im Ort selbst das sogenannte Amtshaus errichtet. Dann wurde es den Herrschaften hier oben wahrscheinlich auch zu kalt und zu ungemütlich und sie sind dann eben halt in den Ort gegangen, um von da aus dann weiter zu verwalten. Das Amtshaus selbst ist bis 1964 noch Sitz der Domänenverwaltung gewesen, bis dann die Domäne aufgelöst worden ist. Solange hat man das also noch in Betrieb gehabt. Heute ist es Teil des Gesamtensembles Kindergarten und Arztpraxis. An der Seite der Burg ist eine Gedenktafel angegeben. Die Grener Burg war Ende der 50er Jahre Ehrenturm der deutschen Kriegsgefangenen. Für die, die mit der Geschichte da nicht so ganz vertraut sind, es gab Ende der 50er Jahre eine Aktion des damaligen Bundeskanzlers Adenauer, der nach Russland gefahren ist, um dort von Herrn Khrushchev die letzten deutschen Kriegsgefangenen herauszuholen. Und der Heimkehrerverband hat seinerzeit im ganzen Bundesgebiet 7 Millionen Unterschriften gesammelt in allen Bundesländern, die deutlich machen sollten, dass das deutsche Volk die Heimkehrer zurückhaben will. Und diese sogenannten Treuelisten lagerten hier im Turm der Burg Grene. Wir werden das nachher sehen. In den einzelnen Etagen sind Ehrenschreine angebracht worden für die einzelnen Bundesländer. In jedem dieser Schreine lagerten die entsprechenden Treuelisten, mit denen Herr Adenauer dann nach Russland gefahren ist. Der Turm oder das Gelände in dem Zustand, wie Sie ihn hier sehen, ist relativ frisch restauriert. Wir hatten in den Jahren 2012, 2013 das große Problem, dass die Burg, der Turm speziell, sehr baufällig war. Wir haben also Steine verloren, der Putz im Inneren war stark beschädigt, sodass also die Gefahr bestand, auch die Treppe, die man hier sieht, war nicht mehr begehbar, sodass die große Gefahr bestand, dass das Bauamt die Burg für den Besucherverkehr sperrt. Wir sind jetzt im hinteren Bereich des Burghofes. Hier sieht man noch die Fenster. Ich hatte ja vorhin bei dem Mehrjahrenstich gezeigt, inwieweit die Etagen abgebrochen sind bzw. mit Material verfüllt sind, sodass man jetzt quasi in einer Ebene steht. Hier sieht man noch die Fenster. Im Hintergrund wird den Betrachter sicherlich wundern, dass es hier zwei Erhebungen gibt, bühnenähnliche Erhebungen. Die haben auch mit der Geschichte der Burg zu tun. Und zwar, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass die Burg Bundesweihestätte des Verbandes der Heimkehrer war und seinerzeit zur Einweihung dieser Bundesweihestätte, an der unter anderem auch der damalige Minister Franz Josef Strauß nach Grene gekommen ist, da gibt es auch die Originalunterschrift noch im Goldenen Buch, die im Heimatmuseum liegt, hatte der Heimkehrerverband ein Theaterstück in Auftrag gegeben. Dieses Theaterstück wurde dann hier aufgeführt mit ganz bekannten Schauspielern der damaligen Zeit des Deutschen Theaters in Göttingen, unter anderem der Schauspielerin Bertha Drews und ihres Sohnes Götz George, der auch hier bei dem Stück mitgewirkt hat. Und ein Zeitzeuge berichtet also, dass der junge Götz George hier per Pferd durch den Torbogen geritten kam, also zur damaligen Zeit schon ein richtiges Highlight. Zu diesem Zweck hat man dann diese beiden Erhöhungen hier aufgeschüttet und hat dieses Theaterstück dann aufgeführt. Der Intendant, Herr Gieseler, war dann so erfolgreich mit dem Theater hier, dass er dann später umgesiedelt ist nach Bad Gandersheim und dort die Gandersheimer Domfestspiele gegründet hat, weil hier einfach der Platz für große Theateraufführungen nicht mehr gegeben war.
Im kommenden Jahr gibt es eine Kooperation mit den Gandersheimer Domfestspielen. Man wird also hier, weil es dann ein rundes Jubiläum gibt, wird man hier eine Aufführung zeigen, quasi in Erinnerung an die Wurzeln oder an die Geburtsstätte der Gandersheimer Domfestspiele. Wir stehen jetzt hier vor den sogenannten Ehrenschreinen. In diesen Schreinen wurden, sagte ich bereits, die Treuelisten aufbewahrt. Jedes Bundesland hat hier seinen eigenen Schrank. Und diese Schränke sind im Original wieder restauriert worden. Also es ist nicht nur die Deckplatte erneuert worden, sondern der Schrank in seiner ganzen Tiefe ist neu gemacht worden. Und wir haben eben über den Förderverein versucht, für jeden Schrank hier einen Paten einzuwerben. Hier im zweiten Stockwerk haben wir eine Besonderheit, die gerade bei Besuchern immer zu Fragen Anlass gibt, nämlich einen Schrank mit der Inschrift Südweststaat. Und zum damaligen Zeitpunkt, als die Treuelisten eingesammelt worden sind, war das Bundesland Baden-Württemberg noch nicht gegründet, sondern hieß Südweststaat. Und deswegen sind natürlich hier die Treuelisten aus Neubaden-Württemberg eingelagert. Wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt, nämlich dem Fastdach der Burg. Hier drauf muss man sich jetzt noch wie mehr einen Stich gesehen vorstellen, dass ein hölzernes Dach vorhanden war, das es ja leider heute nicht mehr gibt. Aber nichtsdestotrotz, wir genießen natürlich von hier oben jetzt einen fantastischen Rundblick. In die Richtung, die ich jetzt hier schaue, könnte man bei gutem und klarem Wetter den Brocken sehen. Das ist ja auch schon ähnlich wie bei der Burg Grubenhagen, wie Herr Schrader erwähnt hat, auch möglich. Also die Einbecker Burgen gucken Richtung Brocken. Diese Hinweistafel, die hier angebracht ist, ist auch noch aus Zeiten vor der Wende. Da wird nämlich noch Bezug genommen, dass sie in 43 Kilometer Luftlinie die DDR-Grenze war. Also insofern hat sich da doch schon einiges getan. Wir schauen herunter auf den Ort Grene selbst und hinüber nach Kreinsen und die entsprechenden den Bahnhof als großes Wahrzeichen, die Nord-Süd-Strecke und auch die Neubaustrecke. Und wenn man den Blick dann in die andere Richtung schweift, dann geht es dann Richtung Bolzhausen, Erzhausen, Leinetal zum Selta, Richtung Frieden kann man dann schauen. Und was mir nach vorne zugewandt ist, ist dann der ganze Bereich des Einbeckerwaldes, die Fußwege Richtung Hube, sodass man also hier eigentlich das ganze Spektrum hat.